Ich bin der Jonathan von Rotwild und ich arbeite da im digitalen Marketing. Hi, ich bin der Johannes und ich bin Produktmanager bei Rotwild. Wir sind heute hier, um euch das neue RE 375 vorzustellen, als Teil der Rotwild Aggressive Series. Bei unserem neuen EMTB steht das R für Rotwild, das E für Enduro und die 375 für die Wattstunden des Akkus. Die Idee ist uns hier im Taunus auf den Home Trails entstanden. Wir wollten ein Rad, mit dem wir hier das Gelände richtig feiern können, mit dem wir beim Heizen der Gruppe richtig Spaß haben. Ein Rad, was erst lange nach uns an seine eigenen Grenzen stößt. Und das Ganze verpackt in einem leichten und agilen EMTB-Konzept. Und genau das haben wir mit dem RE 375 erreicht. Denn unsere Vorstellungen sind 1:1 ins Lastenheft eingeflossen. Und das merkt man. Kein anderes Rotwild-EMTB ist so konsequent auf diesen Fahrstil ausgelegt wie dieses Rad. Wichtig für den Enduro-Einsatz war uns die Geometrie. Mit flachem Lenkwinkel, langem Reach und 445 mm Kettenstreben haben wir eine aggressive Geometrie geschaffen, womit man viel Sicherheit auf dem Trail bekommt. Der steile Sitzwinkel sorgt dafür, dass man entspannt zum Trail-Eingang pedalieren kann. Wir haben uns hier für den neuen Shimano EP8 Motor entschieden. Mit seinem dynamischen Ansprechverhalten passt dieser optimal zu unserem Einsatzgebiet. Er ist extrem leicht mit 2,6 Kilo. Und bietet gleichzeitig eine gute Power mit 85 Newtonmeter Drehmoment. Über die eTube-App und aufs Display können die Unterstützungsstufen angepasst werden und weiter individualisiert werden. Extra für die Rotwild Aggressive Series haben wir einen komplett neuen Akku entwickelt. Durch das kompakte Carbon-Gehäuse wiegt die Batterie nur 1,9 Kilogramm. Mit seinen 375 Wattstunden besteht er intern aus 20 Zellen vom Typ 21700. Über den Quick-Release-Button kann die Batterie werkzeugfrei und im Handumdrehen aus dem Rahmen heraus und wieder eingesetzt werden. Geladen wird sie entweder über die Ladebuchse direkt am Rahmen oder am Ladegerät außerhalb des Rahmens. Eine weitere neue Entwicklung der Aggressive Series ist die Lenker-Vorbau-Kombination. Diese ist deutlich gewichtsoptimiert und hat natürlich nach wie vor die Features wie integrierte Kabelführung. Weiter lässt sich die Monkey Link nachrüsten. Kleines, aber feines Detail am Hinterbau. Dort verbauen wir Vollkugellager, zweireihig. Die verteilen zum einen die Last besser beim Einfedern, sodass wir dort weniger Widerstand haben. Zum anderen sind sie wesentlich länger haltbar. Zu den Ausstattungshighlights zählen zum einen ein Fox-Fahrwerk, entweder Kashima oder Performance, ein Antriebsstrang von Shimano, Hybrid-Laufradsätze von DT Swiss sowie die bekannte 8-Pin-Sattelstütze. Im Sitzbereich und am Cockpit verbauen wir Parts von Ergon und den Kontakt zum Boden stellen wir mit den neuen Schwalbereifen her. Und wir gehen jetzt noch eine Runde heizen. Wir sehen uns auf dem Trail. Ciao. Ciao. Yeah!